Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar heute ein kleiner Nachtrag zu dem Friction Pilot, wo ich euch erst vorgestellt habe. Das Video blende ich euch hier oben ein. Und zwar neben der Geschichte, dass man den ganzen schön ausradieren kann, ja, gibt es auch noch die Situation, dass bei Kälte das Ganze Ausradierte wieder erscheint. Deswegen mache ich jetzt mit euch einen Test und wir schauen uns das kurz an, wie das dann aussieht, wenn das Ganze wieder erscheint. Und zwar jetzt mal ganz grob so hingeschrieben. Jetzt radiere ich nur zwei Buchstaben weg, damit man danach den Kontrast sieht, wenn das Ganze aus dem Gefrierschrank kommt, wie schön das dann aussieht. Und zwar machen wir einfach mal hier drinnen zwischendrin das E weg. So. So, dann hier das T. Ihr seht, das ist eigentlich relativ schön weggegangen. Ja, durch die Reibung. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze aussieht, wenn wir es aus dem Gefrierschrank wieder rausholen, wie das Ganze wieder erschienen ist. Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. So, und jetzt machen wir das Ganze in den Gefrierschrank, aber nicht ohne zuvor mal zu messen, wie viel Grad wir hier haben. Und zwar, da haben wir jetzt so minus 15 Grad, ungefähr minus 16 zeigt es mir jetzt an. Und jetzt machen wir das Blatt rein. Ihr seht hier noch das Ausradierte. Ich falte das jetzt einfach mal so zusammen und dann legen wir das da rein. Zack. Und lassen das einfach für ein paar Minuten da drin. So, jetzt nachdem ich das Ganze ein paar Stunden im Gefrierschrank gelassen habe, sieht man schon ganz deutlich, dass hier die Schrift wieder aufgetaucht ist. Ja. Und wenn man das jetzt vergleicht mit vorher, muss man schon sagen, dass wenn man jetzt was gelöscht hat und das bleibt mehrere Stunden im Kalten, dann ist das Gelöschte wieder weg und man kann es nicht so gut mehr unterscheiden im Vergleich zu dem, was man vielleicht neu drüber geschrieben hat. Weil hier, das war nicht gelöscht, das war gelöscht, das war gelöscht. Also da ist fast kein Unterschied mehr zu sehen. Also auch hier mit Vorsicht zu genießen, nicht nur für Verträge, sondern auch für Schulsachen, wenn die mal irgendwo in der Kälte bleiben. Dann, oder wenn es sehr, sehr kalt ist, kann es da schon mal Probleme geben. Nun sind wir jetzt auch am Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, gebt mir gerne einen Like oder abonniert vielleicht meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.